und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Crystal's Delicious. Ich hoffe, liebe Daniela, das letzte Rezept hat dir gefallen. Heute habe ich noch ein anderes Rezept auf Lager und das geht ratzfatz und ist super einfach in der Herstellung. Es ist nämlich so ein All-in-One-Gericht. Wir setzen den Varoma ein, auch den Gareinsatz. Das heißt, wir machen mit einem Zug alles fertig. Ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los und ich zeige euch erst einmal die Zutaten. Wir benötigen 250 Gramm Reis. Hier habe ich einen Langkornreis gewählt. Da könnt ihr einfach die Reissorte benutzen, die euch am besten schmeckt. 900 Gramm Wasser, 200 Gramm Möhre. Die habe ich hier bereits schon mal gestiftet. Außerdem benötigen wir noch eine rote Paprika, eine gelbe Paprika. Hier habe ich 200 Gramm Kaiserschoten. Die habe ich schon mal hier so halbiert und auch die Ränder abgeschnitten. Dann habe ich hier noch 250 Gramm Pilze in feinen Scheiben schon mal geschnitten, seht ihr? Und außerdem benötigen wir noch 100 Gramm Sojasprossen. Ich hatte leider keine frischen mehr im Geschäft gefunden, da habe ich jetzt einfach die aus dem Glas verwendet. Wenn ihr frische habt, benutzt ihr einfach frische. Als erstes geht es jetzt um den Reis. Da machen wir den Deckel weg, hängen hier schon mal den Gareinsatz hinein. Dann kommt da schon mal der Reis hinein und das Wasser. Und laut Rezept kommt irgendwie gar kein Salz rein, aber ich bin nicht so ein Typ, der da so, denn ich mag das schon, wenn das schön gewürzt ist. Deswegen füge ich jetzt einfach noch mal ein Teelöffel Salz hinein. Ich mache es jetzt aber mal kurz so mit so viel Reis. Der Deckel drauf und das Ganze wird jetzt für 8 Minuten auf Varoma-Stufe 2 gegart. So, der Reis ist schon mal fertig. Jetzt habe ich hier schon mal den Varoma hingestellt. Da verteilen wir jetzt ganz einfach das Gemüse. Wenn ihr das Rezept zubereitet, dann empfiehlt es sich einfach in der Zeit, wo der Reis gart, dann einfach das schon mal zu schnibbeln. Ich habe das ja jetzt just schon vorbereitet. Seht ihr, das sieht schon super kunterbunt aus. Und dann verteile ich einfach nochmal hier so ein bisschen die Sojasprossen. Sieht echt herrlich aus, oder? Jetzt entnehme ich den kleinen Deckel. Dann stellen wir den Varoma drauf. Dann kommt einfach nur der Deckel drauf. Da ist immer wichtig, dass er auch wirklich richtig abdeckt, denn sonst verteilt sich die Hitze ja nicht richtig, weil es sonst entweicht. Dann stellen wir den Thermomix auf etwa 22 Minuten Varoma Stufe 1 ein. Für die Süß-Sauersoße benötigen wir 150 Gramm der Garflüssigkeit, ein Stück Ingwer, ungefähr walnussgroß, 50 Gramm rote Paprika, hier habe ich 50 Gramm Obstessig, dann 50 Gramm brauner Zucker, 50 Gramm Honig, 1 Esslöffel Speisestärke, 1 Teelöffel Salz, 60 Gramm von der Sojasauce, den Saft von einer halben Limette, ich habe das nochmal abgewogen, das sind 15 Gramm bei mir, dann benötigen wir ein wenig Pfeffer. Und 200 Gramm Ananas, die habe ich bereits schon in kleine mundgerechte Stücke zugeschnitten. Wir bereiten nun schnell die Süß-Sauersoße vor. Dazu habe ich übrigens, also in der Zwischenzeit, den Varoma schon mal hier auf so ein Holzbrettchen getan, den Reis schon mal abgedeckt, damit der es nicht abkühlt. Und jetzt beeilen wir uns. So, wir starten auch schon direkt los. Als allererstes geben wir den Ingwer mit den Paprikastückchen in den Topf und zerkleinern das für 8 Sekunden auf Stufe 8. So, jetzt hat sich alles gut zerkleinert. Jetzt schiebe ich alles mit dem Spatel nach unten. Dann kommt die Garflüssigkeit hinein. Dann mache ich schon mal erstmal den Zucker.
kommt der Honig. Dann fügen wir noch den Essig hinzu. Außerdem kommt dann noch die Stärke hinein, damit die ganze Sache sich auch bindet. Hier habe ich übrigens Speisestärke aus Maisstärke verwendet. Das bedeutet, das Rezept ist auch völlig glutenfrei. So, und noch einen Teelöffel Salz. Jetzt wird das Ganze erstmal für 10 Sekunden auf Stufe 3 vermischt. Nun stelle ich den Thermomix auf 4 Minuten 100 Grad Stufe 2 ein. So, nun sind die 4 Minuten um. Wir nehmen den Deckel mal kurz zur Seite, lassen am besten die Flüssigkeit hier unten so ein bisschen ablaufen. Dann kommen jetzt auch die restlichen Zutaten hinzu. Einmal die Sojasauce. Dann der Limettensaft. Dann die Prise Pfeffer. Das könnt ihr einfach nach Geschmack machen. Und die Ananasstückchen. So. Und dann wird das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 3 zerkleinert. Und fertig ist schon unsere Süß-Sauersoße. Dann zeige ich euch jetzt noch schnell, wie man das Ganze schön anrichten kann. Also ihr nehmt euch am besten hier schon mal so einen flachen Teller. Das beziehungsweise aus was so eine Suppenschale, die aber ein bisschen flacher ist als die normalen. Dann nimmt man hier so eine Form der Waffel. Ich nehme jetzt einfach hier die kleinen Gläschen, die ich habe. Dann nehmen wir den Reis. Machen den einfach hier rein. Drücken das Ganze auch schön platt. Stülpen das Ganze einfach in unsere Schale so um. Und dann löst sich der Reis automatisch daraus. Dann tun wir den Reis schon mal beiseite. Nehmen das Gemüse. Das mische ich einfach mal um, damit sich das auch gleichmäßig hier verteilt. Wenn man das jetzt für eine größere Menge anreicht, dann würde ich das jetzt einfach in eine Schale machen, die Süß-Sauersoße da drin machen und das vermischen. Aber jetzt zeige ich euch ja erstmal, wie wir einen Teller anrichten. Dann würde ich das Gemüse hier einfach so außen rum legen. Wer keine Bohnen mag, kann auch stattdessen dann einfach anderes oder überhaupt Gemüse nach Wahl nehmen. Was einem am besten schmeckt, da kann man zum Beispiel auch Zucchini reinmachen. Einfach das, was ihr gerade da habt. Und dann kommt auf das Ganze einfach noch ein bisschen von der Soße. Gießen wir da einfach drüber. Ich probiere das Ganze jetzt für euch und gucke mal, wie es schmeckt. Also riechen tut es wirklich sehr, sehr lecker. Ich nehme jetzt einfach mal einen Löffel, wer mit diesen Stäbchen hier umgehen kann. Der isst es wahrscheinlich mit den Stäbchen, aber da kann ich das Ganze echt gar nicht. Deswegen mache ich das jetzt einfach hier mit dem Löffel. Sehr, sehr lecker. Schmeckt super würzig. Die Sojasauce kommt sehr gut raus und durch den Ingwer auch so ein bisschen Schärfe. Also, es schmeckt wirklich super lecker.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr macht das Rezept nach. Ich vernasche das Ganze jetzt erstmal und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Vielleicht war das ja auch die perfekte Rezeptidee für euch. Also ich würde sagen, bis dahin. Tschüssi!